Schönen guten Tag, liebe Hero Maniacs. Ja, heute sitzt mal nicht Sascha vor dem Mikrofon, wie ihr wohl schon bemerkt habt, sondern meine Wenigkeit. Ich bin der David und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Rainbow Six Siege. Manche von euch kennen mich vielleicht schon aus unseren Podcasts, wo ich regelmäßiges Mitglied bin. Und ich möchte euch heute einen kleinen Überblick über die Closed Alpha von Rainbow Six Siege geben. Gleichzeitig möchte ich aber auch gleich ein erstes Fazit ziehen nach einigen Tagen in der Alpha und euch so sagen, was mir vielleicht besonders gut oder eher besonders schlecht gefallen hat. Im Hintergrund seht ihr dazu einige Matches, die ich aufgenommen habe, und anhand derer werde ich versuchen, euch so die Grundmechaniken des Spiels auch ein wenig zu erklären. Bevor ich jetzt hier aber noch lange labere, würde ich sagen, springen wir gleich in das erste Match als Angreifer. Und da sind wir auch schon. Ja, als Angreifer ist es im Grunde einfach unsere Aufgabe, die Geisel zu befreien, was die Verteidiger verhindern sollen. In der Vorbereitungsphase hier jetzt können wir als Angreifer eine kleine Kameradrohne durch die Map steuern. Damit sollen wir sozusagen den Aufenthaltsort der Geisel lokalisieren. Die Verteidiger können ja vor Beginn der Runde festlegen, wo sie die Geisel platzieren möchten, genauso wie die Angreifer festlegen können, wo sie denn zugreifen möchten, also hier im Flugzeug beispielsweise über den Flügel oder Vordereingang oder Seiteneingang. Alles dementsprechend. Ja. Und während meine Drohne an der Stelle leider zerstört wurde, haben glücklicherweise meine Teamkollegen auch noch ihre Drohnen und versuchen die strategisch möglichst optimal zu platzieren. Wir können nämlich auch während dem laufenden Spiel noch auf die kleine Kamera zugreifen, um uns einen kleinen Überblick über die Situation im Raum zu verschaffen. Aber jetzt sind wir eigentlich auch schon in der Action-Phase und da geht es dann wirklich um den Zugriff an sich. Ja. Als Angreifer müssen wir uns dann natürlich vorsichtig vorarbeiten. Man weiß ja nie, um welche Ecke ein Feind lauert. Deshalb werfe ich hier auch gleich eine Blendgranate nach, nachdem der Kollege das gesprengt hat. Und Kommunikation ist im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg, gerade als Angreifer. Wenn man als Angreifer gut kommuniziert, kann man den Gegner auch überraschen und damit besonders effektiv und präzise vorgehen. Wenn im Team keine Kommunikation stattfindet, dann endet das oftmals mit einer ziemlich beschämenden Niederlage. Aber an der Stelle haben wir tatsächlich sehr gut agiert. Der Kollege sprengt mir die verstärkte Tür auf, während ich in Position warte, dass ich einen der Gegner zumindest ausschalten kann. Von der anderen Seite, das sehen wir durch diese Umrisse, greifen zwei andere Kollegen an. Das heißt, wir haben uns aufgeteilt, was immer eine gute Taktik als Angreifer ist, von zwei Seiten anzugreifen, eventuell eine Ablenkung quasi zu starten, dass die Feinde abgelenkt werden und jetzt nicht wissen, von welcher Seite man wirklich auf sie zukommt. Aber ja, ich starte dann auch noch, oder ich habe meine kleine Drohne noch gestartet, um mir einen Überblick zu verschaffen, und dann haben wir das glücklicherweise sicher nach Hause gebracht. Die Drohne und auch die Sprengladung an der verstärkten Tür, die ihr vorhin gerade gesehen habt, sind Spezialfähigkeiten der sogenannten Operators, was wir hier gerade sehen. Jeder Spieler, also Angreifer und Verteidiger, kann einen Operator wählen. Der Operator ist ein spezieller Spielercharakter, der besondere Fähigkeiten hat, die man auch weiter anpassen kann, wie man hier gerade gesehen hat. Also die Waffen, die man präferiert, eben auswählen. Und jeder Operator hat so seine speziellen Gadgets. Ich habe mich an der Stelle für Puls entschieden, während wir hier nochmal den Bildschirm sehen, wo wir als Geiselnehmer uns dafür entscheiden, wo wir die Geisel unterbringen. Ich habe mich für Puls entschieden, der hat einen Herzschlagmonitor. Und der kann Feinde durch Wände durch sozusagen aufklären, anhand ihres Herzschlags. Klingt ein bisschen absurd und futuristisch, aber mein Gott, wenn es funktioniert. Und natürlich sehen wir nicht den ganzen Feind, sondern immer nur ein kleines Pulsieren durch den Herzschlag. In der Vorbereitungsphase der Verteidiger allerdings geht es vorwiegend darum, sich zu verbarrikadieren. Das heißt, Wände verstärken, was ich hier gerade mache, dass man mit einer einfachen Sprengladung nicht durchkommt. Da bräuchte man eben die verstärkte Sprengladung, die wir vorhin gesehen haben. Hier sieht man den
den Drop, den ein anderer Spieler abwerfen kann, der eine Körperrüstung für alle Spieler zur Verfügung stellt, also Kevlar, mit dem man sich ausrüsten kann. Dann hält man ein paar mehr Kugeln aus, während ich hier eine Nitro Cell werfe, also einen kleinen Sprengsatz, den ich blöderweise ja zünde, weil ich mich verdrückt habe. Aber ja, im Grunde Vorbereitungsphase der Verteidiger ist vollkommen darauf ausgelegt, sich zu verbarrikadieren. Und jetzt sieht man auch schon mal den Herzschlagmonitor. Erstmal die ganzen Teamkameraden scannen, gibt ein paar Punkte, die schön hier rechts so aufploppen. Aber ja, im Grunde geht es darum, dass man die Feinde erkennt und als Puls ist man natürlich auch, oder das Team ist darauf angewiesen, dass man als Puls auch die den Platz der Feinde mitteilt. Also wenn ich Puls spiele und meinem Team nicht sage, wo die Feinde sich herumtreiben, dann macht das im Endeffekt keinen Sinn. Hier sieht man schon die drei Entfernungsanzeigen ohne Namen darüber. Das sind die Feinde und ihr merkt schon, deshalb ist es als Puls ebenso wichtig, gerade diese Kenntnis über die Feindposition mitzuteilen, damit man sich eventuell auf eine Sprengung oder sonstiges vorbereiten kann. Ja, aber im Grunde bringt jeder Verteidiger-Operator auch so seine speziellen Fähigkeiten mit, genau wie es eben bei den Angreifern ist, nur dass die Verteidiger natürlich dementsprechend im Vorteil sind, dass sie sich verbarrikadieren können, während die Angreifer im Endeffekt aktiv sein müssen. Man sieht ja, es sind drei von uns hier im Raum, einen hat es vorne leider schon erwischt, einer deckt hinten ab und die Verteidiger müssen zu uns kommen. Und deshalb sind wir als Verteidiger, oder die Angreifer müssen zu uns kommen, deshalb sind wir als Verteidiger natürlich im Vorteil. Während ich hier blöderweise niedergeschossen wurde, ich dachte mir eigentlich, ich könnte ihn erwischen, aber der hat mich dann blöderweise noch in den Körper geschossen, glücklicherweise nur in den Körper, weil dann kann man auch wiederbelebt werden von den Teamkollegen. Ein Kopfschuss ist das endgültige Rundenaus für einen sozusagen. Ja, soweit zum kurzen Überblick und mir hat die Alpha bislang wirklich Spaß gemacht. Also es kommt immer sehr stark darauf an, mit welchem Team man spielt. Ja? Also wenn man ein Team hat, das mit einem kommuniziert, das bereitwillig Informationen weitergibt und dafür eben auch den Voice-over-IP-Chat im Spiel verwendet, dann kann das richtig viel Spaß machen und dann ist es auch richtig effektiv. Es gibt natürlich auch viele Spieler, die nicht unbedingt so bereit dazu waren, sich zu unterhalten. Und dann merkt man natürlich schon, dass das Team wesentlich weniger effizient agiert. Dazu muss man auch sagen, in der Alpha ist aktuell der Chat oder der Voice-Chat noch dauerhaft eingeschaltet. Das heißt, jeder, der ein Mikrofon hat und das Mikrofon auch eingeschaltet hat, unterhält sich auch mit uns sozusagen. Das heißt, ich habe einige Streamer getroffen oder auch Let's Player, die eben im Hintergrund die ganze Zeit gebrabbelt haben und sich dessen offensichtlich nicht bewusst waren, dass wir die ganze Zeit hören können. Aber gut, da gibt es dann die Option, den Voice-Chat auszustellen, was aber natürlich eine schlechte Option ist, weil man dann das ganze Team nicht mehr hört und sich auch nicht mehr entsprechend absprechen kann. Aber ich hoffe an der Stelle, dass Ubisoft vielleicht tatsächlich noch und ich denke auch, dass es so kommen wird, dass Ubisoft noch einen Push-to-Talk-Key einführen wird, mit dem man dann einfach beim Drücken vom Knopf auch kommunizieren kann und nicht dauerhaft irgendein Hintergrundrauschen drin hat. Aktuell ist die Qualität vom Voice-Chat auch noch sehr schlecht. Da ist es zu bevorzugen, wenn man irgendwie sich im Skype verabredet, was aber aktuell auch noch keinen Sinn macht, weil es kein Matchmaking mit Freunden oder so gibt. Aber gut, das sind alles Dinge, die hoffentlich dann in der Beta, es ist ja immerhin doch noch eine Alpha, besser sind, während wir an der Seite schön noch die fehlenden Texturen sehen, wo Alpha draufsteht, was uns ganz genau sagt, was wir hier haben. Aber ja, also Voice Chat definitiv eines der Dinge, die noch verbessert gehören. Es gibt natürlich auch noch kleinere Bugs, die einen teilweise, naja, ich würde nicht mal stören sagen, aber beispielsweise in der Cam, die einem das Ende der Runde anzeigt, sind gerne mal die Iron Sights etwas verbuggt. Also dann sieht man nicht, wo der Spieler wirklich hingezielt hat, aber ist jetzt auch nicht die größte Dramatik. Ich kann nur nochmal wiederholen, mir hat die Alpha schon sehr viel Spaß gemacht. Das Bewegungsgefühl ist
langsamer als in den meisten Shootern aktuell. Also auch Sprints sind wesentlich langsamer als jetzt beispielsweise in einem Call of Duty oder in einem Battlefield 4. Und auch das Waffenhandling hat sich schon ganz gut angefühlt. Vielleicht könnte man hier und da natürlich noch etwas verbessern oder optimieren. Und ja, grundsätzlich sind die Mechaniken aber schon mal sehr gut. Der Spielmodus hat gut funktioniert. Und Okay. wenn man ein Team hat, das bereit ist, sich mit einem zu unterhalten, dann hat man definitiv auch in der Alpha schon sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass Ubisoft noch an den richtigen Stellen optimiert. Und vielleicht, und ich hoffe, darf ich auch die Closed Beta spielen und da dann die Eindrücke sammeln, inwieweit sich Rainbow Six Siege bis dahin verbessert hat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr vielleicht später auch zur Beta noch mehr von Rainbow Six Siege, ein paar Matches oder so sehen wollt, oder vielleicht Guides, dann schreibt's mir in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Also.